Willkommen zurück in der nächsten Folge. Wir kommen erstmal auf meinen Bildschirm. Ja, es geht weiter mit der Föderation. Wir haben im letzten Match mit der Siegesbedingung Valdetta leider verloren. Und jetzt, ja, starten wir ein Rematch mit der Föderation. Diesmal ein bisschen andere Siegesbedingungen. Starten wir das Spiel. Viel Spaß. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies war der Traum, der die Föderation vorantrieb, Frieden in der Galaxis zu schaffen und gemeinsam gegen alle Feinde zu stehen, in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Okay, das war der Trailer. Wie immer. Mann, ey, fucked up, ey, dass wir verloren haben. Aber egal, Erfahrungen gesammelt. Den Fehler passiert uns kein zweites Mal. Ich werde auch bei dem letzten Let's Play die Vendetta, die Siegesbedingungen, schreibe ich mal in die Videobeschreibung rein, mit welchen Nationen wir besiegen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Wir hätten die Romulaner besiegen müssen und die Romulaner und Cardassianer, ja. Die beiden hätten wir fertig machen sollen. Haben es leider nicht geschafft. Ja. Da wir die Klingonen angegriffen haben, wir hätten die Klingonen unterstützen sollen, dass sie nicht sterben. Am nächsten Mal, ja. Man lernt nie aus. Gut. Eine neue Partie starten wir. Konfigurieren Sie die Spielparameter. So, das sind unsere letzten Einstellungen. 4 bleibt, weniger auch. Unmöglich lassen wir drin, weil wir wurden nicht erobert. Lassen wir nochmal drin. Unmöglich. Rundenzeit auf 4 Minuten. Zufallsereignisse diesmal an. Hatten wir ja letztes Mal aus. Jetzt ist sie an. Vendetta, Siegesbedingungen. Weg. Jetzt machen wir Vorherrschaft. Bei der nächsten großen Nation ändern wir auch wieder, dann spielen wir wieder auf Vendetta. Immer Abwechslung muss sein. Man lernt nie aus. Die Galaxieform, die lassen wir auf spiralförmig. Und Kartengröße auf klein lassen wir auch an. Weil wir wurden ja nicht erobert, sondern haben die Siegesbedingungen nicht erfüllt. Ja, genau. Wenn wir jetzt verlieren. In diesem Let's Play kann ja sein, dann spielen wir auf Schwierigkeit auf schwer und dann eine andere Kartenform statt Spiralfarbe, aber klein bleibt. Aber wir gehen mal von aus, dass wir es mal gewinnen. Und man weiß ja nie. Klein ist so schön übel. So, was haben wir? Lass uns loslegen. Wählen Sie eine Großmacht. Die Vereinigte Föderation der Planeten. So, das habe ich ja alles schon mal vorgelesen im letzten Part. Ab geht's. Ich will Rache. Denke immer daran, dass Expansion durch Diplomatie erreicht wird, nicht durch das Militär. Die Mission der Sternenflotte ist es, den Frieden zu erhalten. Unsere Schiffe sind nicht dazu da, Kriege zu beginnen, sondern sie zu beenden. Angriff ist für uns immer die letzte aller Möglichkeiten. So, jetzt stelle ich einen Timer ein.
Wir sind offiziell drin. 34 Minuten plus minus. 34 Minuten plus 5 Minuten sind wir schon am Stream, sind dann 39 Minuten. Die kriegt etwas Überlänge, die erste Folge. So werden wir machen jetzt. Okay. Ab geht's auf ein neues. Große Karte, das ist unsere ganze Spielmap. Anzeige ist schon alles drin. Perfekt. So. Die Schiffe habe ich euch alle schon gezeigt. Dieses werden wir jetzt nicht machen. Wir nur gucken, was wir als erstes forschen. Hat das mal mit dieser 20% Taktik gemacht. Das werden wir heute mal ändern. In diesem Let's Play. Dafür brauchen wir für den schweren Zerstörer 666. 3x6. Gucken wir mal nochmal. Schwere Eskorte viel zu weit weg. Aber mal Kommandoschiff. Das ist auch ein 6er. 7-8. Das braucht die Sternbasis. Auch 6. Ja, wir fangen mit dem schweren Zerstörer an. Wir brauchen bautechnisch Energieantrieb. Bautechnisch Energieantrieb. Okay. Bautechnik. Erstmal alles rein. Energieantrieb. Genau. Die machen das erstmal alle zu. Bautechnisch Energieantrieb. Was wäre die Hälfte? Machen wir mal alles auf 30. Den Rest möchte ich auf 5% machen. Ah ja, okay. 30, 30. Jetzt machen wir das auf. Biotech. 5%. Passt. Computer auf 5. 5, 5. Waffen auf 5. So, die 3 haben auf 5, hier auf 30, da auf 30, hier 25. Wir nehmen Antrieb raus und packen das in den Energie, ist so schneller fertig. Ja, komm, ich hab's heute mit Klicken. Ja, passt. Energie 30, bautechnisch 30 und Antrieb auf 25. Gut, das haben wir. Unser Kolonieschiff kann bis gelb fliegen, also wir haben auch nur bis gelb scouten und terraformieren. Erstmal. Wie immer. Die Einheit wird Auseinandersetzungen meiden. Zwei Schritte. Also die. Wir haben zwei Planeten. Beide sind vollkommen terraformiert. Diesmal habe ich richtig ausgesprochen. 14 Sekunden haben wir noch. So. Die Zeit ist abgelaufen. Natürlich. Okay, alles halb so wild. Erste Runde mir Schnuppe. Das stimmt. Ja, das kann alles drin bleiben. Das aus. Da wir keinen Krieg haben, brauchen wir das jetzt nicht. Schildgenerator, komm, lass mal Schildgenerator an. Irgendwie mit Zufallsereignissen spielen. So. Erstmal alles in die Forschung. Bauen Deck 3 Forschung. Schiffe. Gucken
Dann ein Kolonieschiff, ein Truppentransporter, drei Zerstörer. Okay. Nächster Planet. Mit 50. Energie hat hier gar nichts. Kommen wir auf 500. Ne, 434. Ja. Lassen wir doch jetzt mal so. Das Angelzentrum. Dies hier. Ah, da kommt in die Energie rein. Dann stimmt das so. So, unser Scout ist gelb. Hier hin. Ja. Direkt mal hier mal anfangen. Wieder ein Planet terraformieren und dann direkt kolonisieren. So, das haben wir. Hier haben wir das eingestellt. Guck mal, ob Sul jetzt alles stimmt. Ja. 92 Energie übrig. Ja, die können wir ja so nicht rausnehmen, also können sie ja im Orbitalgeschütz drin bleiben. So, Runde beenden. Ich hole eine Zigarette. Ja. So, unser Kolonieschiff ist da. Machen wir auf Terraformieren. Planet zum Terraformen auswählen. 595. Die blauen sind alles Gasriesen, geht nicht. Und hier 180. Haben wir den ganz kleinen. Direkt Fail machen. Direkt hier hin. Die drei hier noch. Zweite Runde. Güter bestellt. Kaufen. $250 and $300. Hier noch rein. Gut, dann haben wir alles gemacht. Weiter geht's. Terraforming abgeschlossen. Terraforming abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben ja keine Gegner zurzeit. Hier rumschwören, da können wir auch theoretisch. Planet zum Terraformen auswählen. Gesagt, wir hätten jetzt einen daneben sofort daneben, aber. Die Terraformieren direkt jetzt zu Ende. Außer es kommt einer, dann direkt kolonisieren. Strategiewechsel. Das ist unser zweites Sport. Die Einheit wird Auseinandersetzungen meiden. Hier. Okay. Ja, meistens zwei Runden. Okay, das passt. Könnten wir direkt kaufen. Geht schnell. Güter bestellt. Kaufe ich meistens immer. Wir haben Erstkontakt mit einer fremden Kultur. Grüße vom Romulanischen Imperium. Romulaner. Wir haben nichts gegen gelegentliche diplomatische Zusammentreffen. Ziehen es aber vor, uns um unsere Angelegenheiten zu kümmern. Wenn sie das respektieren, werden wir friedfertige Nachbarn sein. Und die Romulaner sind wieder direkt nebenan. Wie im letzten Game.
Okay, Strategiewechsel. Direkt kolonisieren. Das System wird kolonisiert. Dahin. Direkt da mal gucken. Güter bestellt. Kaufen. Güter bestellt. Verbrauchen. Den Bunker. Verbrauchen. Okay. Forschungspunkte, Max in. Jetzt müssen wir das ein bisschen aufteilen. So. Wenn wir die Romulaner entdeckt haben, direkt Management. Romulaner 1%. Ja, auf allgemein. PM-Status 32%. Wir haben Erstkontakt mit einer fremden Kultur. Grüße von der Ferengi-Allianz. Wir sind erfreut, Sie zu treffen und sind zuversichtlich, mit Ihnen langfristig und profitabel Geschäfte machen zu können. Die Ferengi. Dieses System gehört von nun an zur Föderation. Ja. Eine Kolonie. Die Ferengi Romulaner. Ja, passt ja richtig. Hierhin. Hierhin. Ja, ihr wird fleißig terraformiert. Die Einheit wird Auseinandersetzungen meiden. Ja, und drei Schiffe direkt dorthin. Und direkt zwei Kolonieschiffe. So. Erstmal so viel Terraform kolonisieren, wie es geht. Ja, so lassen wir es. 40, wie groß ist denn der? Über 120. Von vier hier rein. Ah, dann das. Okay. Und Ben. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Ein Nicht-Angriffspakt. Abkommen wird angenommen. Nehmen wir an. Unsere Kolonieschiffe hatten wir hier die Stellung. Güter bestellt. Genau, ihr könnt dann auf Angriff. Die Einheit wird alle feindlichen Schiffe angreifen. Diesmal muss ich mir keine Sorgen machen in Vendetta.
haben wir jetzt Vorherrschaft, Siegesbedingungen. Bummler und zurzeit packen den Ferengi. Mit dem Bummler nicht Angriffspakt. Gucken wir mal Militär. Gleich auf. Management, Ferengi auch 1%. Okay. Wenn wir keinen Friedensvertrag haben, wird da 1% drin stehen. So. Die Einheit wird Auseinandersetzungen meiden. Teilen wir die beiden auf. Ah ja, das können sie nicht wegnehmen, das ist blau. Das ist unser Sektor. Ja, ihr haltet hier die Stellung. Hier, das geht auch nicht. 1, 2, 3, 4 Kolonieschiffe bis jetzt. Okay. Zerstörer, dann wieder 3 Forschungs. Zweite Runde. Kaufen. Güter bestellt. Runde beenden. Information. Die Einheit wird alle feindlichen Schiffe angreifen. Ist gelb. Die beiden sind in Reichweite, der auch. Ja. Danach werden wir die beiden zuerst nehmen. Eine Runde. 5. Kolonieschiff braucht 6. Wir haben schon 4. Dank unseres. Wo haben wir es denn? Utopia Planitia gibt 200 plus Schiffsbau und besondere Entwürfe plus Almoral. Sehr gut. Güter bestellt. Eine Runde und dann kaufen. Hier wird noch alles noch gemacht. Ist ein wenig Energie. Einmal einen Sack brauchen wir noch. Können das hier schon mal aktivieren. Okay. Güter bestellt. Jo, ein Kolonieschiff. Aye, Sir. Torpedos haben Ziel erfasst. Das läuft nicht. Feind ist im Rückzug. Okay. Sie sind auf Warp-Geschwindigkeit gegangen. Kampfbereitschaft beenden. So läuft das nicht. Das ist meine Kolonie. Friedensvertrag mit dem Zeichen für Ingeschoss und Freundschaft mit den Romulanern. Okay. So. Der wollte hier hin. Dann unser Kolonieschiff deckt hier hin. Genau. Ich will hier am Anfang ein bisschen Militär zu pumpen. Ich decke alles nur, dass der Computer sieht, dass wir auch Schiffe haben. Dass wir kein leichtes Opfer sind. So, 5 Runden. Ja, 4600. Ja, ja, haben wir ja gerade. Zweite Runde. Güter bestellt. Kaufen. Schildgenerator. Ja. 5 Orbitalgeschütze haben wir. Wir haben 12. 1, 1. 2 Arbeitskräfte.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, wie hier genau, 12 Stück. Ja, dann kannst du die Daten verbrücken. Bis 12, wie viel brauchen wir? 3, 7, 8. Ja, 3, 7, 8, wenn wir 3 plus 8 sind, 11, 9 brauchen wir sogar. Oder wir bauen Schiffe, ich weiß noch nicht, müssen wir mal gucken. Gotos, ja, sie wollen das hier kolonisieren. Aye, Sir. Torpedos haben Ziel erfasst. Das Ziel ist vernichtet. Ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Die Schlacht ist geschlagen. Wir sind die Sieger. Fering und das habe ich packt mit den Karussieren. Fering erklärt Bandi den Krieg. Das habe ich packt mit den Romulanern. Läuft hier. Schon unterwegs. Sechs Runden. Was kostet das Schiff? 4600, ja. Güter bestellt. Verkaufen. Güter bestellt. Gibt auch Erfahrungspunkte, passt. Das zweite nehmen wir direkt hier, Morab, deckt ein, deckt kolonisieren hier. Genau, wenn der Deck dort ist. Ja, Runde beenden. Eine Runde ist er da. Hier hin. So, dorthin. Hier hin. So, Kolonieschiff kam gerade. Da brauchen wir noch eins. Um die Planeten zu. Ein Kolonie, ein Truppentransporter, ja genau. So nicht anders. Könnten wir bauen wir Schiffe oder bauen wir Datenmodule? Sonst müsste ich mit einem Minus-Dedizium zurechtkommen. So 6, 8 Runden, das passt. Erstmal so viel wie es geht. Kolonieschiff über 10 Runden. Ja. Eins, eins, bleibt drin. Okay. Sektor Moab. Gut gegen einen Kreise. Sofort. Torpedos haben Ziel erfasst. Feind ist im Rückzug. Okay. Sie sind auf Warp-Geschwindigkeit gegangen. Kampfbereitschaft beenden. Verringe erklären.
Takarian an den Krieg. Läuft der über den Ferengi? Die machen alles hier kurz im Prozess. So, Kolonieschiff ist da. Das System wird kolonisiert. Wird kolonisiert. In einem Schritt ist er auch da. Passt. Zweite Runde. 5. Kaufen oder nicht kaufen? Kaufen. Güter bestellt. Hier nicht. Dilithium minus haben. Ja, wenn ihr das macht, einkaufen, ihr habt ein Minus Dilithium, bleibt dieses andere. Ihr seht, der wird jetzt gekauft. Der hier wahrscheinlich nächste Runde bleibt der auf 5 Runden. Werden wir ja gleich sehen, ob ich recht habe. Sollte eigentlich so sein. Okay, Runde Ben. Auf Gotus. Schiffe der Ferengi wieder mal. Wir wollen irgendwie kolonisieren. Das läuft nicht. Anflug. Welche Zielgruppe sollen... Torpedos haben Ziel erfasst. Ja, Sir. Ja, auf meinen. Feind ist im Rückzug. Okay. Sie sind auf Warp-Geschwindigkeit gegangen. Kampfbereitschaft beenden. Dieses System gehört von nun an zur Föderation. So, eine neue Kolonie dazugekommen. Ja. Jetzt haben wir hier auch einen Spion. Die Einheit wird alle feindlichen Schiffe angreifen. Kollege, das ist, kannst du knicken, Mann. Ah ja, das Kolonieschiff. Ah, sorry. Kam ja von hier unten hier hin. Jetzt ziehen wir die zwei ab und unterstützen die das auf Moab. Unterstützen wir. So, terraformieren. Planet zum Terraformen auswählen. Können wir leider nicht komplett sofort terraformieren, weil hier kein terraformierter Planet ist. Der braucht 450, 787, 825. Warte mal, 700, 800, 450. Der Wüstenplanet, den zuerst, der geht am schnellsten. Truppentransporter haben wir noch nicht. Zur Formation, Kolonie und Truppentransport zusammen geht das Terraformieren so viel schneller. Unser erster Zerstörer. Die Einheit wird Auseinandersetzungen meiden. Nein, mach das mal auf Angriff. Die Einheit wird alle feindlichen Schiffe angreifen. So, Angriff. Ja, wir treffen uns alles auf Moab. So, habe ich recht gehabt? Ja, 5 Runden. Wenn ihr einen Dilithium-Mangel habt, bleibt die Rundenzahl bestehen. Wenn ihr es nicht kauft, dann geht es nochmal runter. Deswegen lohnt sich das jetzt nicht. Forschungsschiff braucht 6 Runden. Ja. Ja, mit Sul kaufen wir jetzt keine Schiffe. Ja. So, unser neuer Planet. Immer 4 mache ich meistens. Ja, 4 Stück hiervon. Windturbine haben sie. Ja, eine Windturbine. So. Gut. Friedensvertrag unterzeichnet. Ferengi-Schloss Freundschaft mit den Cardassianern. Okay. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen.
Wir nähern sich gefährlich nahe unserer Grenzen, ziehen sich zurück oder wir werden gezwungen sein, unsere Verhältnisse zu ändern. Ihre Expansion hat fast unsere Grenzen erreicht. Achten Sie darauf, die Reichweite. Ja, bla bla bla. Ja, 3 Zerstörer und 2 Waffenkreuzer haben die schon, die Ferengi. Läuft bei denen. So. Wörterin, ihr habt diesmal gesagt, jetzt nicht kaufen. Ja, lassen wir jetzt mal runter tickern. Oder? Nein. So, sparen wir ein bisschen Quells. Okay. Terraforming abgeschlossen. So, nochmal Information gucken. Mensch, nein, stimmt. Terraformieren war abgeschlossen. Das System wird kolonisiert. Ja, ja, der blöde Scout. Aber egal, lass ihn mal. Wird jetzt kolonisiert. Wir haben danach den hier und dann den hier. Genau. So, nicht anders. Jetzt eine Runde. 3 Runden. Wichtig ist, wenn ihr einen Delizienmangel habt, dass sie nicht bald zeitgleich fertig werden, sonst kommt wieder immer ein Schiff. Das andere erst in die nächste Runde. Gut. Oh, Runde denn? Klimaverschlechterung auf Gamma Veritius. Eine unerwartete Klimaverschiebung hat Gamma Veritius 1 in ein Öl. Öder Planet verwenden. Öl und Planet. Dieses System gehört von nun an zur Föderation. Okay. Friedensalter unterzeichnet, Verringe, Patentin, Klingon. Okay. Ein Scout brauche ich. Aber ich nehme den, der einen Stern hat. Du bleibst Information, du kannst scouten gehen. Hier will ich mal gucken. Ist ja so jetzt egal, wir haben jetzt 2 Großmächte entdeckt. So, der ist terraformiert. Unsere Schiffe schicken wir jetzt nach so runter. Forschung. So, da. So sieht der Plan aus. So, 3 Runden. Jetzt können wir es kaufen. Güter bestellt. So, das ist mein Timer. Nach der Runde zählen wir ab. Was ist das für die Folge? Güter bestellt. So, so. 1, 1. 1, 4. 4. Hat leider kein Plus. 2 davon. Ja, genau. So machen wir es. Okay, Runde Ben. Ah, den Fall gucken wir uns noch an.
Hey, auf Galvin. Ja, der blöde Erkunder von den Ferengi haben wir jetzt erwischt. Weil sobald die Ferengi das hier, wir haben ja mit den Ferengi ja schon gespielt, das gescoutet haben, können die dann ja die Handelsrouten hinschicken. Dafür brauchen sie es nur erkundet haben oder nicht angepackt. Dann sieht man ja, welche Planeten man hat. Das würden wir jetzt... Sofort. Torpedos haben Ziel erfasst. Versuchen wir es. Feind ist im Rückzug. Oh, leider nicht geklappt. Sie sind auf Warp-Geschwindigkeit gegangen. Kampfbereitschaft beenden. Erdbeben System Gamma Vitius. Ein Reihe Erdbeben. 5 Gebäude, wo die 1 Million Bewohner kamen zum Leben. Juhu, Kriegserklärung direkt. Ferengi erklären Föderation im Krieg. Läuft. Ja. Und die wollen das hier direkt erobern. Können wir auch jetzt nichts dran hindern. Läuft. So, das war's schon mit der Folge. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann wahrscheinlich ohne Camp. Unser erster Krieg direkt. Mal sehen, ob das ein schnelles Let's Play wird oder nicht. Lasst euch überraschen in der nächsten Folge. Peace out, ich bin raus. Und vergesst nicht, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, kostet euch nichts. Daumen nach oben oder Daumen nach unten müsst ihr entscheiden. Kommentare sind gerne gelesen. Ich versuche alle zu beantworten. Wir zählen jetzt ab. Auswahl bestätigt. Ja, mal die alten Spielstände mal hier wegmachen. YouTube nehmen wir das jetzt einfach als. YouTube aktuell. Speichervorgang. Auswahl bestätigt. YouTube. Eins. Speichervorgang. Auswahl bestätigt. Zwei. Speichervorgang. Wie kann man das hier eigentlich löschen? Auswahl bestätigt. Eigentlich komplett. Gute Frage. Wenn ihr es wisst, dann lasst mich das mir mal in den Kommentaren wissen. Speichervorgang. So, jetzt nochmal. Auswahl bestätigt. Hier schauen wir. Aktuell. Aktuell. F. Für Föderation. Speichervorgang. Okay, jetzt bin ich weg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.